Open Source, also Open Source Firmware ist eine wichtige Erfolgsgeschichte der Open Source Bewegung gewesen bislang. Und es wird auch zunehmendermaßen wichtig werden für die Buzzword des Tages, IoT. Philipp wird uns von der Entwicklung von Open Source Firmware was erzählen, sowie ein Ausblick auf das, was wir uns erwarten können. Und ich glaube, das wird ein sehr interessanter Talk sein. Ich freue mich, dass alle hier seid. Und ja, bitte helfen mir dabei, ihn zu begrüßen. Ja. Okay, also heute werden wir über Open Source Firmware sprechen, a Love Story. Die Slides sind leider in Englisch. Ich habe sie versucht, in Deutsch zu übersetzen, aber es funktioniert nicht. Also Open Source Firmware oder allgemein Firmwareentwicklung ist halt größtenteils abhängig von englischen Wörtern, und die zu übersetzen tut weh, und die versteht dann hier auch keiner mehr in Deutschen sozusagen. Erstmal ein bisschen über mich. Ich bin der Head of 9Element Cybersecurity, ist so eine kleine Firma in Bochum, nichts Besonderes. Wir haben die Open Source Firmware Konferenz dieses Jahr ausgerichtet in Erlangen. Ich bin auch Coreboot und Linuxboot Projektmember, also Entwickler im Endeffekt, aber auch im Leadership-Team tätig. Und vielleicht kennt einer oder der andere von euch mich unten aus dem, nicht Hackcenter, aber ich mache immer dieses Coreboot-Flashing schon seit 5 Jahren beim Kongress. Und ja, ich bin auch im Hackerspace aktiv, mache seit 10 Jahren IT-Security beruflich, und ja, ich bin auch Firmenentwickler seit 5 Jahren. Könnt mich gerne bei Twitter adden oder was auch immer über den Firmenaccount. Ist auch nicht so ganz wichtig. Motivation. Warum mache ich überhaupt diesen Talk? Also eigentlich wollte ich einen Talk machen erstmal der Leuten, die überhaupt keine Ahnung von Firmwareentwicklung haben, die Firmwareentwicklung nahebringen. Das heißt, wir wollen auch neue Entwickler haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das Problem mit der Firmwareentwicklung ist, dass es sehr viel unter NDA-Dokumentation ist, das sehr komplex ist. Viele Leute sagen, oh mein Gott, Firmware, das ist ja noch komplexer als Linux-Kernel-Entwicklung. Und ja, das war einer der Gründe. Der andere Bewegung war, alle sagen immer BIOS, ja. Und BIOS ist eigentlich Basic Input Output System, und das ist schon tot im Jahre 2000. Und das bedeutet, wir wollen eigentlich mal über modernere Sachen reden. Zum anderen gibt es auch eine Story dazu, also warum überhaupt Open Source Firmwareentwicklung wichtig ist. Dazu gibt es diesen netten Mann, den habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, das ist Ronald Minich, der kommt aus USA, der arbeitet bei Google. Und damals, als er noch bei Los Alamos National Laboratory gearbeitet hat, hatten die einen CPU-Cluster aufgesetzt. Da waren so 1024 PCs, das war ganz noch damals, da war noch nicht so viel mit Hardware, so relativ alles noch sehr low-levelig. Und die hatten die aufgesetzt, haben die dann gestartet und hofften, dass die Cluster alle, also dass der gesamte Cluster online ging mit den ganzen Rechnern. Und dann stellte sich nach 5 Minuten fest, da passierte nichts. So. Und dann haben sie mal einen Praktikant dahin geschickt, der sollte mal ein Display anschließen, mal gucken, was da los ist. Dann hat er das Display angeschlossen und dann stand dann, press F2 to continue. So, und das ist bei vielleicht Serversystemen nicht so die beste Lösung, wenn die Firmware halt dann irgendwie noch so einen manuellen Input braucht. Das heißt, im Endeffekt hält das einen davon ab, die ganzen Systeme schön zu starten. Damit hatten die dann jahrelang zu kämpfen. Die Praktikanten mussten immer hingehen zu den Rechnern, wenn die neu gestartet werden mussten. Dann musste immer F-Press S2 to continue machen. Das war nicht sehr schön. Und das ist einer der Gründe, glaube ich, oder auch eine gute Story, warum man im Endeffekt mal über Open Source Firmware nachdenken sollte. Als allererstes werden wir uns mal ein bisschen über die Hardware, weil es fängt ja mit der Hardware an. Und dann werden wir uns auch noch hinterher mal angucken, was ist eigentlich Firmware, und dann auch noch mal schauen, was für Firmware überhaupt wir sprechen. Ja. Das ist ein Board von Facebook, Open Cellular. Das ist im Endeffekt so ein Open Source Base Station oder auch Open Hardware Base Station. Also sie machen wirklich Open Hardware. Man kann die Schaltpläne im Internet runterladen, die Boardschemata, es ist alles da. Im Endeffekt, das könnt ihr bei GitHub einfach tun. Und ich habe das jetzt mal als Beispiel genommen. Dieses Ding hat auch Open Source Firmware. Wie das, wenn man sich mal so ein Blockdiagramm heutzutage anguckt, was da alles so drin ist, das besteht so aus mehreren Platinen, das hat so einen Connector, die werden so übereinander gesteckt, also das ist nicht alles auf einer Platine, sondern auf mehreren, das hat bestimmte Gründe. Also sei mal dahingestellt, das obere ist dann der Host-Prozess, das war das Board gerade, was wir gesehen haben, so. Dann gibt es die Power Supply, das Front-Panel, und dann gibt es hier unten, das gehört auch noch so ein bisschen zu einem Hauptboard. Das ist auf jeden Fall ein riesen Blockdiagramm, da gibt es mehrere Komponenten, und das ist auch alles sehr, sehr komplex.
So, und wenn man sich das jetzt noch mal ein bisschen genauer anschaut, dann stellt man relativ schnell fest, da unten steht Tiva, oben steht noch Intel Atom und da hinten steht noch von so einem Power-Controller und da ist auch noch so ein TPM. Die haben alle Firmware. Ja? Das heißt, wir haben eigentlich, wenn wir so einen Laptop zum Beispiel jetzt haben, ThinkPad, wenn ihr den mal seht, da sind dann 15 verschiedene Prozessoren drauf. Viele davon sind natürlich Microcontroller, aber auch vieles ist schon schneller. Es sind dann irgendwelche ARM-Cores oder vielleicht auch sogar x86-Prozessoren. Das heißt, momentan ist überall Firmware drin. Ja? Das seht ihr nur nicht. Ihr denkt, ihr habt so einen Prozessor, da ist dann Firmware für das BIOS. Ja, Pustekuchen. Da ist im Endeffekt überall Firmware drin. Und worüber wir heute größtenteils sprechen werden, ist die Hostprozessor-Firmware. Weil wenn ich über alle Firmwares reden würde, das wäre viel zu breit und das würde dann Tage dauern, bis wir da überhaupt mal durchkommen. Generell ist zu sagen, so Hardware wird gefertigt von sogenannten OEMs und ODMs. Das sind Original Equipment or Design Manufacturer. Das ist im Endeffekt, wenn ihr euch Lenovo, Dell und HP vorstellt, die gehen halt hin und produzieren die Hardware gar nicht mehr selber. Die beauftragen Firmen, die sogenannten ODM, zum Beispiel Wistron und Quanta, dass sie diese Hardware produzieren und auch die Schaltpläne machen. Das heißt, Lenovo beauftragt das nur und verkauft dann halt die Hardware an die Kunden. Diese OEM und ODM, das sind auch die Kunden von den SOC-Vendoren. Und die SOC-Vendoren, System-on-Chip-Vendoren, das sind zum Beispiel Intel, AMD, Qualcomm, Cavium und die ganzen Prozessorhersteller, die ihr so kennt. Also Intels Kunden sind nicht wir, wenn wir so einen Intel-Rechner kaufen, sondern in Wirklichkeit ist es Lenovo, HP und andere große Firmen, die Hardware produzieren. Ja. Dann ist noch wichtig zu sagen, die meisten dieser OEMs, die haben auch keinen Bock, die Firmware selber zu schreiben für diese Hardware, weil diese Hardware benötigt Firmware. Und das heißt, die gehen zu sogenannten Independent BIOS Vendors. Ja, und das ist auch wieder so ein unschöner Begriff. Eigentlich könnte man es umlabeln in Independent Firmware Vendors. Aber es sind halt Unternehmen, die dann halt Firmwareentwicklung im Auftrag vom OEM machen. Die dann halt die Hardware hochbringen, das Ganze zum Laufen bringen. Ja. Und das ist im Endeffekt so die Logik, die dahinter ist. Was wir uns heute angucken, habe ich schon gesagt, Hostprozessor-Firmware, das ist ein Flash-Chip, der hat oben so einen roten Punkt drauf, das macht man zur Identifikation, ist nicht immer der Fall, ab und zu ist jetzt die PC-Engines APU 2, die kann man ganz gut sehen, da gibt es auch noch so einen Header, dann kann man den SPI-Flash auch noch auslesen, aber im Endeffekt, diese Flash-Chips, die findet man überall oder auf vielen Systemen, in Routern, in Desktop, in Laptops, in Servern, überall gibt es diese Flash-Chips. Die haben manchmal andere Formfaktoren, das ist jetzt SOI C8, es gibt noch WSON und was weiß ich alles, alle möglichen Chip-Packages und ja, da werden wir heute größtenteils drüber sprechen. Wenn man sich überhaupt mal so Flash-Memory anguckt, also es gibt diesen NOR-Flash, wovon ich gerade gesprochen habe und nicht gezeigt habe, der ist meistens am SPI-Bus angeschlossen, ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell, hat eine hohe Kosten, weil wenn man den, muss man zusätzlich auf die Platine sozusagen aufbringen, ist aber auch relativ easy in der Integration, weil das SPI-Bus-Protokoll, das ist nicht so komplex. Und es gibt schon für alles Treiber in den entsprechenden SOCs und generell ist es sehr, sehr easy. Dann gibt es noch eMMC. Und das wird mittlerweile teilweise auch für Firmware verwendet. Das hat aber so ein paar Probleme. Das heißt, das ist sehr langsam und es ist zwar eine Low-Cost-Solution, aber das ist wirklich schwierig, dieses Ding im Endeffekt zu initialisieren. Das heißt, die Firmware muss sehr, sehr viel Arbeit machen, damit das halt alles anläuft und dann sozusagen hochstartet. Also eher sehr selten genutzt, gibt es bei Chromebooks bei ein paar, ist aber nicht Standard. Ihr könnt davon ausgehen, dass fast überall NOR-Flash ist. Und dann gibt es noch diese Microcontroller, wovon ich gesprochen habe, die haben meistens internen Flash. Der hat aber wenig Speicherkapazität, das sind dann mehrere Kilobyte oder so, aber nicht jetzt halt Megabyte oder vielleicht Gigabyte. Da unten seht ihr auch so einen externen Flasher, den benötigt man mal, wenn man darauf das Ding auslesen will und das nicht vom Betriebssystem aus kann oder schreiben kann. Ja, und dann noch eine Platine mit dieser Klemme, die sieht man da, könnt ihr euch auch kaufen. Generell ist zu sagen, über die letzten Jahre hat die Größe oder letzten Jahrzehnte hat die Größe des NOR-Flash-Speichers zugenommen. Früher zu Zeiten noch, wo halt so in 2000 rum, gab es noch nicht so viel Speicher. Das heißt, es gab so maximal 512 Kilobyte oder einen MB-Flash-Speicher. Heutzutage ist in aktuellen Laptops 16 Megabyte Speicher verbaut. Und Google hat seit, glaube letzter Woche, beim Corbutry sind die auf 32 Megabyte hochgegangen. Da gab es das erste Board mit 32 Megabyte SPI NOR Flash. Das heißt, es wird immer mehr werden. Und bei Servern ist es schon aktuell 512 Megabyte. Das heißt, mit 512 Megabyte, da kann man echt schon eine Menge machen. Ne? Da kriegt ihr noch zusätzlich zu Firmware einen Linux-Kernel rein, den Init-RAM-FS, einen Chrome, den X-Server,
Node.js, was ihr auch wollt. Ja, und das heißt, die Firmware, die auf unserem System ist, die wächst bei allen Prozessoren immer und immer mehr. Es gibt immer mehr Speicher und das heißt, wir werden immer mehr Firmwares kriegen. Und das wäre echt uncool, wenn die alle Closed Source wären. Ja, wir wollen noch mal ein bisschen kurz eben über IBVs sprechen. Das kennt ihr auch, AMI, American Megatrends Incorporation. Das seht ihr immer so, habt ihr früher immer bei eurem BIOS-Bildschirm gesehen. Mittlerweile ist das ja nicht mehr so der Fall. Das wird nicht mehr so wirklich angezeigt. Dann gibt es noch Phoenix Technologies, dann gibt es noch Insight. Die meisten von denen verkaufen auch das, was die bauen, also diese Closed-Source-Firmware als Produkt. Das heißt, die produzieren größtenteils Closed-Source-Firmware. Aber ein paar von denen sind echt cool und die machen auch so Open-Source-Firmware für zum Beispiel U-Boot, Coreboot, Theano Core oder was für auch immer Open-Source-Projekte. Ein großes Problem mit diesen ganzen IBVs ist, die halt so Closed-Source-Firmware machen, ist, dass es gibt Royalty-Fees und SDK-Kosten. Was das ist, ist ganz einfach. Man geht zu denen hin und sagt so, ich habe eine Hardware, ich brauche eine Firmware. Dann fragen die einen aus, was man da alles so hat. Dann geben die einen so ein SDK, das ist so ein Code-Dump. Ja, den kann man dann nehmen, seine Firmware kompilieren, das muss man auch alles selbst machen, dann noch Support einkaufen. Da kostet das SDK so 20.000 Euro vielleicht sogar mehr. So, und dann kommt noch zusätzlich zu diesen SDK-Kosten Royalty-Fees. Das bedeutet, diese Royalty-Fees sind im Endeffekt sowas wie Nutzungsgebühren. Das heißt, wenn man hingeht und eine Hardware verkauft, dann kommt auf jeder Hardware vielleicht 50 Euro Nutzungsgebühr an AMI. Man verkauft 100.000 von dieser Hardware, muss man jeweils pro Gerät 50 Euro abdrücken. Das ist schon eine Menge Kohle, die da so zusammenkommt. Deswegen ist halt auch vielleicht Open-Source-Firmware ein bisschen cooler. Ich habe mal so ein IBV-Example hingemacht, das ist ein ganz cooles, das ist von Coreboot. Wir haben so eine Consulting-Services-Page. Könnt ihr sehen, da gibt es so mehrere, die da aufgelistet sind. Das sind dann so eher so die guten, sind auch nicht alle immer super, aber das ist schon mal besser als die standard rudimentäre, alte, konservative Entwicklung. Ja, wir schauen uns jetzt erstmal nochmal an, wie Firmware funktioniert. Wir wissen jetzt, okay, wir haben Hardware, so, es hat so ein Flash-Chip, wir reden über die Host-Prozessor-Firmware. Wie funktioniert überhaupt diese Firmware? Also die meisten von euch drücken ja mal beim PC den PC-Anknopf und irgendwann lädt dann halt Linux oder der Bootloader und dann Linux. Und damit man es mal so grob versteht, also man kann Firmware nicht so einfach kategorisieren. Firmware ist unterschiedlich, auch Open-Source-Firmware. Nicht alles ist gleich implementiert. Aber es ist sozusagen, es gibt immer so ein paar Grundsachen, die dabei spielen. Das ist erstens mal, es wird ein initialer Code am Reset-Vektor ausgeführt. Das heißt, von der Firmware gibt es so einen initialen Code. Der wird über so einen sogenannten Reset-Vektor ausgeführt. Da kommen wir hinterher noch zu. Dann wird SRAM und Cache-SRAM initialisiert oder halt benutzt. Es wird Systemarbeitsspeicher aufgesetzt. Danach werden ganz viele Treiber geladen. Also ihr kennt das beim Linux-Kernel, der hat auch immer ganz viele Treiber, die er lädt bei der Initialisierung. Dann werden bestimmte Mechanismen ausgeführt, die dann halt benötigt werden für das Betriebssystem. Das Betriebssystem hat da gewisse Anforderungen. Danach wird der Bootloader in der Firmware geladen, wenn er denn einen in der Firmware hat. Und dann wird der Bootloader vom Betriebssystem geladen und dann das Betriebssystem selber. Wir schauen uns das jetzt nochmal im Detail an. Aber das ist so grob, was es tut. Ja, kommen wir erstmal wieder zum Flash-Chip. Also, der Flash-Chip kann Partitionstabellen haben. Also manche Hersteller haben sich gedacht, es wäre eine gute Idee, wenn sie schon mal den Leuten erzählen, oder den IBVs erzählen, wie sie die Partitionierung zu machen haben. Und es gibt auch gewisse Gründe, warum zum Beispiel Intel, deswegen gibt es den sogenannten Intel-Firmware-Deskriptor, warum die das machen. Die Partitionierung ist so meistens in vier Partitionen bei Intel. Und dieser Flash-Chip wird auch dann sozusagen als Konfigurationsquelle für die Intel ME verwendet. Das ist nochmal wieder so eine weitere Firmware, da werden wir heute nicht so tief drauf eingehen. Das ist nicht so, sag ich mal, das ist ein ziemlich großes Thema. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, oben FDT ist der Partitionstabellen-Header, wie bei MBR oder GPT, kennt ihr auch. Dann habt ihr eine Partition, die nennt sich GBE. Das sind die Daten, die ihr für das Gigabit Ethernet Configuration Interface habt. Das heißt im Endeffekt euer LAN-Adapter. Der hat halt Konfigurationsdaten wie die MAC-Adresse, die stehen da drin. Dann kommt die Intel ME, das ist so Southbridge-Firmware. Und dann folgt danach das BIOS, also die eigentliche Firmware sozusagen, die Plattform-Initialisierung macht. Ist aber nicht überall der Fall, dass es wirklich nur auf Intel-System, auf ARM-System, auf AMD-System, auf irgendwelchen anderen Architekturen wird das meistens nicht gemacht. Da macht die Firmware das selber. Dann gibt es das nächste, es gibt ROM-CC.
Ja, das ist ein komischer Name. Das ist ein Compiler. Also überall, wo CC hinten dran steht, ist ja meistens logischerweise ein Compiler. Und dieser Compiler, was der macht, das ist Legacy, der kompiliert im Endeffekt einen initialen Code, ja, von der Firmware. Und das wird meistens nur bei, oder es wurde nur bei x86 Legacy Plattformen gemacht, das heißt älteren x86 Plattformen. Und der wurde bei Erik Biedermann kreiert und ist auch ziemlich groß. Es ist eine C-Datei mit 22.000 Lines of Code. Also ist so ein Monster-Ding. Ich habe da so rechts mal das ASCII-Art sozusagen rausgecuttet. Überall, wo ASCII-Art anfängt im Code, ist schon mal kein gutes Zeichen. Was das Ding halt macht, ist, ihr müsst wissen, bei alten Intel-Systemen gibt es keinen Arbeitsspeicher am Anfang. Es gibt nichts, gar nichts. Was nimmt man denn, wenn man keinen Cache als Arbeitsspeicher hat oder keinen Arbeitsspeicher hat? Wie macht man ein Speichermanagement? Man nimmt Register. Sehr schön. Wir haben ja CPU-Register, die sind immer von Anfang an da. Und der Compiler benutzt CPU-Register und stellt dann sozusagen Speicher damit zur Verfügung. Das Ganze hat so ein paar Probleme. Ja, das heißt, wenn man zu tief so Funktionsschachtelungen macht, dann ist irgendwann das Register voll und dann gibt es einen Stack-Overflow. Oder in dem Fall kein Stack, ein Register-Overflow. Ja, und das ist im Endeffekt das, was passiert. Ist eine Verfindung von Coreboot, gibt es nirgendwo anders, könnt ihr euch aber angucken, der Code ist immer noch da, wird bei älteren Systemen verwendet, geht nicht anders. Bei moderneren Systemen mittlerweile gibt es das sogenannte SRAM, das ist, oder auch Cache-SRAM. Das ist im Endeffekt die Plattform selber, der System on Chip, stellt schon Speicher bereit. Das heißt, man hat so eine Art von Speicher, das ist noch nicht Arbeitsspeicher, aber es ist eine Art von Speicher und das sind auch nur wirklich mehrere Megabyte. Also Cache as RAM kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Jeder kennt CPU-Caches hier, oder? Ja, das ist, CPU-Cache ist da, der ist vielleicht so 1, 2 MB groß, kann man als Arbeitsspeicher verwenden. Super. Ist auch einfach zu initialisieren, dann hat man wenigstens schon mal so ein paar Megabyte von Speicher. Das heißt, man kann auch wieder einen normalen Compiler verwenden. Wenn man Stack und Heap hat, ja, kann man den GCC verwenden, den C-Lang oder irgendwelche anderen Compiler. Aber Cache as RAM ist sehr spezifisch für x86-Plattformen. Wenn wir uns jetzt mal dieses Bild anschauen, ist ganz einfach, man hat den System on Chip, also den Prozessor so ungefähr. Dann hat man hier den initialen Code-Teil, der ist im SPI-Flash, in diesem Chip, den wir vorhin gesehen haben. Und der muss irgendwie in dieses SRAM rein, der wird dann sozusagen darüber kopiert in das SRAM. Und dann später auch noch in den Arbeitsspeicher gemappt im Endeffekt als erstes. Und darüber funktioniert dieser ganze Lademechanismus. Sieht man hier nochmal ein bisschen ganz gut. Das heißt, am Anfang, wenn das System eigentlich startet, nach dem Reset, passiert Folgendes. Man hat diesen initialen Codeblock. Man kopiert diesen initialen Codeblock in irgendeinen Speicher, den man zur Verfügung hat. Und der muss an einer bestimmten Stelle stehen. Und diese bestimmte Stelle ist plattformspezifisch. Jede Plattform hat eine bestimmte Adresse, wo der Prozessor als erstes hinspringt. Das heißt, er springt wirklich zu dieser Adresse hin und führt den Code darunter aus. Und das wird halt im Endeffekt gemacht. Man hat einen CPU-Address-Space, man mappt das entsprechend rein mit dem SRAM. Der CPU springt dann halt zu einer bestimmten Adresse. Bei x86 ist diese hier, da gibt es noch so ein paar Details und Feinheiten, aber sagen wir mal so, ungefähr ist das. Und dann wird der Code dort ausgeführt. Und das ist alles, wie die Initialisierung von der Plattform funktioniert. Das heißt, das ist eigentlich total easy. Ne? Der kopiert irgendwo was hin in so einen Speicher, der zur Verfügung steht, springt an eine Adresse, das ist so entsprechend gemappt und dann fängt der erste Code an zu laufen. Ja, das ist der sogenannte Reset-Vektor. Ja, dieser initiale Code, wovon ich gerade gesprochen habe, das habe ich jetzt mal so ein bisschen aufgeteilt. Die Aufteilung, die ich hier gemacht habe, muss ich sagen, die ist ein bisschen an Coreboot angelehnt, aber das ist anders schwerer sonst zu erklären. Es gibt auf jeden Fall einen initialen Code-Teil, der vom Reset-Vektor ausgeführt wird. Dieser Code-Teil ist meistens in Assembly, also früher in Assembly, heutzutage meistens in C-Code geschrieben mittlerweile. Und was der auch noch zusätzlich macht bei manchen Planformen, ist Cache as RAM zu initialisieren oder er benutzt gleich das SRAM, was zur Verfügung steht. Was er auch macht, ist, weil wir haben ja ein SPI-Flash, da wo diese ganzen Firmware-Daten drin sind. Wir haben ja nur einen Teil gerade rauskopiert. Der benutzt einen SPI-Treiber und den Firmware-File-System-Treiber, um auf diesen Flash zuzugreifen und weitere Code nachzuladen. Das heißt, ne, wir haben so einen initialen Code, der kann so ein bisschen was, der lädt dann nochmal Code nach und der setzt dann halt auch noch das Board-Reset auf sozusagen. Das ist so ein Basis-Feature, dass man Board-Reset machen kann in der Firmware, so ein Reset von der Plattform. Kennt jeder, wenn man Aus- und An-Knopf drückt. Dann gibt es Serial-Konsole, damit man überhaupt Debugging-Output hat. Ne? Das heißt, irgendwo muss ja mal ein bisschen was von der Firmware kommen. Wenn man so ein Entwickler ist, will man ja auch mal wissen, so, was passiert da eigentlich. Ne?
Ja, und dann gibt es noch Microcode-Updates. Das kennt auch jeder von euch. Da war auch hier so ein Talk, der ist ganz gut, über wie man Microcode-Updates exploitet. Auf jeden Fall werden dort Early Microcode-Updates gemacht. Ja, und dieser initiale Code-Teil, der verwendet halt dieses Cache als RAM oder SRAM. Danach kommt die ROM-Stage. So, was passiert in der ROM-Stage? So, da wir jetzt ja nur Cache als RAM oder SRAM haben, das ist nicht viel, das sind 2-3 Megabyte, wollen wir jetzt auch irgendwie mehr Arbeitsspeicher haben. Wir wollen ja mal den richtigen Arbeitsspeicher verwenden. Also was wir machen ist, wir müssen den RAM trainieren. Ja, wir könnten jetzt noch, ich könnte da jetzt noch irgendwie 10 Folien reinmachen, wie man Arbeitsspeichertraining macht, aber das ist sehr komplex. Im Endeffekt, der Arbeitsspeicher, wenn der jetzt auf der Platine drauf ist, dann läuft der nicht sofort. Ne? Der muss initialisiert werden, der hat Timings. Ja, wenn die Leiterbahnen nicht gleich lang sind, dann gibt es Probleme und man muss den auch noch per Software trainieren. Das heißt, man hat nicht nur mehr sozusagen, man muss die Leiterbahn nicht nur gleich machen, sondern muss per Software trainiert werden. Und entweder gibt es so statische, gute anzunehmende Werte vom Hersteller oder man berechnet halt diese Werte halt über die Firmware. Man hat halt festgeläteten RAM, man hat halt RAM, den man rausnehmen kann. Da gibt es halt noch zusätzliche Informationen, entweder im App-ROM oder man muss den von der Firmware laden, je nachdem, was das für ein RAM-Typ ist. Und diese Trainingsdaten, die wir dann berechnen, werden häufig gecached. Das heißt, in der Firmware selbst, im SPI-Flash, speichert man die ab. Weil dieses Training zum Beispiel bei so einer Intel Apollo Lake Plattform, das ist zum Beispiel so eine Embedded Plattform, das dauert 10 Sekunden. Ja? Das ist, und wenn das bei jedem Start 10 Sekunden dauert, dann die Firmware noch irgendwie weiterladen muss, dann dauert der ganze Bootvorgang 20 Sekunden. Das will ja keiner. Und deswegen werden diese Daten gecached und beim nächsten Start sozusagen wieder verwendet. Auch wichtig, das ist sozusagen das sogenannte Page-Table-Setup. Das heißt, wenn man größer Speicher 4 GB verwenden möchte, braucht man sogenannte Page-Tables. Da könnt ihr euch mal im Linux-Tutorial ein bisschen eingucken. Da muss man auch die Memory-Management-Unit aktivieren. Implementiert aber nicht alle Firmware. Und wenn man zum Beispiel 32-Bit-Systeme hat, dann funktioniert das eh nicht, weil in den Firmwares wird dann meistens eh nur kleiner 4 GB adressiert und nicht mehr. Noch wichtig ist, man braucht CPU-Caching. Das ist noch ein wichtiger Teil. Wenn die CPU-Caches, wir haben die ja für Arbeitsspeicher verwendet, aber jetzt müssen die ja wieder an, um mit dem Speicher zu kommunizieren. Also CPU-Caches kommunizieren immer mit dem Arbeitsspeicher, damit das halt alles schneller geht und das nicht so langsam ist. Sonst muss die CPU direkt immer auf den Speicher zugreifen und die Daten daraus holen. Das ist nicht so, sagen wir mal, das ist nicht so performant, das ist ziemlich langsam. Und das ist halt wichtig, das muss auch aktiviert werden. Und noch eine andere Geschichte ist, viele von diesen Firmwares, die haben eigene Speicherverwaltung. Also ihr kennt ja bei Go oder Rust, aber sagen wir mal, es gibt Referenz-Counting und so Features in Programmiersprachen. Das Gleiche haben wir bei der Firmware. Ja? Die haben so eine Art von Allocator-Pool, wo die Speicher allozieren und den Verwalten wieder freigeben oder auch nicht. Das wird dann halt auch alles in dieser sogenannten ROM-Stage initialisiert. Und danach haben wir Arbeitsspeicher. Ja? Endlich. Das heißt, wir können jetzt die ganzen anderen lustigen Dinge tun, die wir noch machen müssen. In dieser Stage ist es meistens so, dass wir das sogenannte PCI-Device-Tree-Enumeration und Resource-Allocation machen müssen. Das heißt, wenn ihr PCI-Geräte habt, also jeder von euch hat mal LSPCI benutzt, wenn ihr da ganz viele Geräte dran habt, dann habt ihr einen PCI-Bus. Bei x86 ist das so Standard mittlerweile. Da muss man so am Bus entlanglaufen, sieht aus wie ein Baum, geht man so her und sagt so, oh, Gerät da, an- und abschalten oder nicht, habt ihr auch mal in eurem BIOS gesehen, dann kann man so I.O. Access oder so kann man abschalten, kann man bestimmte Geräte am PCI-Bus deaktivieren und aktivieren. Und das wird dann halt sozusagen da gemacht. Native Grafikinitialisierung. Wenn ihr was sehen wollt, was eure Firmware irgendwie anzeigt, braucht ihr Grafik. Das wird dann auch dann in diesem State gemacht. Option-ROMs von irgendwelchen LAN-Adaptern oder WLAN oder was auch immer, wo auch immer Option-ROMs geladen werden müssen. Multiprozessor-Initialisierung. Ja? Das ist alles so Geschichten, die dann da drin gemacht werden meistens. Kann man auch noch früher machen. Alles, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. ACPI-Tabellen, E820-Tabelle. Ganz wichtig, Device-Drivers. Also, da sind super viele Gerätetreiber drin. Ja? Das heißt, das, was Linux auch an Geräten initialisiert, das ist halt sehr, sehr wichtig. Dann auch noch jede Menge Firmware-Interfaces, ja. Allgemein ist auch noch zu sagen, als letzter Part der Firmware gibt es den Bootloader. Und der Bootloader ist im Endeffekt meistens eine Eigenimplementierung. Die benutzt halt diese Gerätetreiber, die da sind, und versucht dann nochmal einen anderen Bootloader zu laden oder direkt das Betriebssystem. Das heißt, die Firmware selbst hat einen Bootloader. Wir haben jetzt schon einen Grub als Bootloader. Davor ist noch ein Bootloader. Eigentlich Code-Duplikation. Ja, will man eigentlich auch nicht haben, ist aber so. Und viel gibt es nicht zu sagen. Bootloader benutzt auch schon Arbeitsspeicher. Ist ja klar, haben wir dann schon.
Ganz im Großen und Ganzen lässt sich die Firma dann in drei Teile einteilen, in Pre-RAM, Driver Layer und Bootloader. Das heißt Pre-RAM, das ist so IBB und ROM Stage. Driver Layer ist die RAM Stage. Der Driver Layer ist immer riesig. Ja? Also Gerätetreiber bei der Firmware sind monströs groß. Bootloader auch. Das Pre-RAM Environment ist meistens klein, weil da auch nicht viel reinpasst. Kommen wir zu Open Source Firmware. Open Source Firmware. Es gibt, ich würde sagen, drei Leute, die Open Source Firmware sozusagen erfunden haben, oder nicht erfunden, aber sie mitbegründet haben. Das waren Stefan Reinauer, Ronald Minich und Wolfgang Denk. Stefan Reinauer und Ronald Minich haben damals an Linux BIOS gearbeitet. Heutzutage nennt sich das Core Boot. Das gibt es seit 1999. Also wir haben nächstes Jahr unser 20-jähriges. Das war größtenteils nur für x86-Architekturen gedacht. Heutzutage unterstützen wir deutlich mehr. Beim U-Boot-Projekt, das früher Power-PC-Boot hieß, also die haben halt damals Power-PCs unterstützt, war Wolfgang Denk, der hat das dann umbenannt in U-Boot für Universal Bootloader. Und das gibt es auch seit zur gleichen Zeit, witzigerweise, 1999. Und jetzt gibt es diese beiden Projekte und die sind eigentlich sozusagen die Anbeginne der Open-Source-Firmware-Entwicklung. Wenn man sich das jetzt mal auf diesen Zeitstrahl sich ein bisschen anguckt, früher gab es das erste BIOS 1981, ja, ist schon eine lange Zeit her. Dann gab es ganz viele Closed-Source-Firmware da drin. Die habe ich jetzt nicht alle aufgezählt, das kann man gar nicht aufzählen, glaube ich. Und gegen 1998 hat dann Apple von Intel EFI bekommen. Also das war nicht das UEFI, was ihr heute kennt, sondern die haben schon mal so eine Vorversion bekommen als Fork, damit die dann schon mal ihr EFI-Kram machen können. Ja. Ist tatsächlich so gewesen. 1999 kam dann von Core Boot und U-Boot von der Open Source Firmware Community. Da gab es schon viele Leute, die das so ein bisschen mit dieser Closed Source Firmware genervt hat. Und UEFI wurde dann 2006 von Intel released und darauf zwei Jahre später Open Source gemacht. Also jedenfalls nicht alles, aber ein Teil der Implementierung. Es gab eine Open Source Implementierung, die wurde sozusagen von Intel bereitgestellt im Jahre 2008. Danach gab es noch 2014 Hostboot bei IBM. Das ist dann für so Power-PCs, da kommen wir noch später zu. Und heute noch 2018 Linux Boot. Wenn man sich das so anguckt, es gibt jetzt immer mehr Open Source Firmware. Es gibt sogar noch deutlich mehr, als ich aufgelistet habe. Aber warum will man eigentlich Open Source Firmware haben? Es gibt da mehrere Gründe für. Zum einen gibt es viele kleine Firmen, die zum Beispiel auch bei der Open Hardware Association, das ist OSHWA, Open Source Hardware Association, die arbeiten halt an Open Hardware und die brauchen eigentlich Open Source Firmware. Ne? Das macht ja sonst keinen Sinn, ne, wenn man das irgendwie macht. Zum anderen, viele Closed Source Firmware ist halt meistens schlecht programmiert. Das heißt, die schicken halt zum Beispiel Code via E-Mails durch die Gegend, in ZIP-Dateien, die Manager machen Reviews, ich habe da Stories gehört, das ist echt nicht mehr schön und das will man alles nicht. Das ist alles super schlecht aus dem Software-Development-Standpunkt her. Es gibt keine CI, keine QA, keine Tests, kein gar nichts. Außerdem, wenn große Firmen zum Beispiel flexible Lösungen haben wollen, besonders wenn man so einen fragmentierten Firmware-Landscape, nenne ich das mal, hat, das heißt, wenn Facebook zum Beispiel 1 Million Server hat, dann sind die alle unterschiedliche Hersteller. Und die haben alle unterschiedliche Firmware, die haben alle unterschiedliche Update-Mechanismen, die haben alle unterschiedliche Bugs. Das will niemand mehr. Ja? Unterschiedliche Interfaces, wie der Bootvorgang abläuft. Und auch Software-Debugging, das ist die Hölle, die Firmware zu debuggen. Ja, das ist nicht so easy mehr. Dann zum anderen, wichtig ist, man kann Features sharen zwischen Companies. Das heißt, wenn ich was implementiere von unserer Firma, kann das zum Beispiel Google benutzen. Es gibt Open Continuous Integration, es gibt Open Quality Assurance, es gibt Open Code Review. Das ist zwar nicht perfekt, aber das hilft schon immens. Zum anderen kann man auch ganz viele Open Source Entwickler dann sozusagen anstellen bei der Firma, was ganz gut ist. Und es gibt auch im Endeffekt durch die Free Software Licenses wie GPL gibt es die Möglichkeit, dass Firmen das mehr dazu gepusht werden, das Ganze Open Source zu machen. Das ist ein wichtiger Standpunkt. Dann kommen wir noch mal kurz auf Security. Security ist ein Riesenproblem, weil die meisten Security-Features sollten auditable sein. Das heißt, man sollte reingucken können, es sollte Dokumentation geben, gibt es nämlich nicht bei den meisten Security-Features. Reverse Engineering von der Firma ist nicht das, was man eigentlich will. Es gibt bei der Measured Boot Functionality, also wenn man sich Measured Boot Mechanismus anguckt oder ein Trusted Boot, das ist im Endeffekt das Gleiche, man hasht da Sachen. Man weiß gar nicht, was man heutzutage hasht. Ich habe hier rechts mal so ein Bild gemacht, ne, bei dem Output vom Kernel, was da so gehasht ist, das sagt mir jetzt firmware-technisch nicht so viel. Da kann man noch ein paar mehr Informationen rausziehen, aber das ist sehr, sehr schwer herauszufinden, was da eigentlich gemeasured wird. Besonders, wenn das Ding überall Blobs hat. Da kommen wir noch später zu.
auch Security-Issues zu fixen, ist sehr, 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 sehr schwer bei Closed-Source-Firmware, wird nicht immer richtig gemacht. Da gab es auch von Tremel Hudson richtig viele Talks, könnt ihr euch dann mal angucken. Dieses Thema fasse ich dann jetzt nicht so tief an, aber schaut euch das mal an. Dann ist zu sagen, wir kämpfen gegen Blobs. Also ich habe gerade schon Blobs gesagt, wollte ich eigentlich noch nicht so früh sagen, aber im Endeffekt gibt es Binary Large Objects, kennt jeder von euch, hat ja mal schon gehört. Das sind im Endeffekt ist Code der Intellectual Property, also der irgendwie Wissen enthält von einer Firma, wo die glauben, der ist schützenswert. Und der wird einfach nur kompiliert, das ist dann sozusagen executable. Die muss dann von der Open Source Firmware ausgeführt werden zum Beispiel. Die hat eine API meistens. Das Ganze gibt es auch nur noch bei modernen Plattformen. Das heißt, so bis auf RISC-V und IBM Power Systems gibt es keine Open-Source-Firmware mehr, die keinen Blob lädt. Das gibt es einfach nicht mehr. Das heißt, die Hersteller haben diesen IP-Code sozusagen da reingepackt und das ist ein Riesenproblem. Die meisten Hersteller wissen aber auch gar nicht, warum sie das so machen. Das heißt, haben sie immer schon so gemacht. An dem Bild sieht man das hier ganz gut. FSPM und FSPS ist bei Coreboot zum Beispiel Blobs, die dann einfach in unterschiedlichen Punkten von ROM und RAM-Stage geladen werden. Ja, da gibt es sogar noch mehr. Diese ganzen Blobs im Endeffekt werden immer im Pre-RAM-Environment geladen. Also wir haben gerade über dieses Pre-RAM-Environment gesprochen. Da werden die meisten geladen. Der IP-Code ist meistens unter NDA, weil der halt von unterschiedlichen Companies kommt. Das heißt, die bauen den Code teilweise nicht selber. Die haben Secret-Bits, ja. Das heißt, die dürfen diese bösen Secret-Bits nicht offen machen. Und das hat manchmal tatsächlich Gründe, dass zum Beispiel, dass man hingehen kann und die Hardware kaputt machen kann. Und auch jede Dokumentation bei Intel ist zum Beispiel standardmäßig confidential. Das heißt, es gibt nicht so wirklich Open-Source-Dokumentation. Es gibt die natürlich, aber wenn Intel Hardware-Dokumentation macht, ist die standardmäßig erstmal geschützt unter NDA. Ja, hat natürlich auch gewisse Vorteile, aber die haben auch ein sehr konservatives Management, all diese Firmen, und die haben auch Legal Departments, die auch nicht so auf den neuesten Stand sind oder denen es schwerfällt, sich dann zu ändern. Das ist nichts Schlimmes, aber das ist einfach so. Und wir machen wirklich diesen Kampf schon eigentlich seit 20 Jahren. Ja, wir kämpfen da wirklich seit 20 Jahren gegen diese ganzen, Lockdown der Firmware und versuchen das zu verbessern. Viele Probleme, die auch mit so Blobs kommen, wenn man die benutzt, ist, dass halt eine Code-Duplikation hat. Man hat die Implementierung in Coreboot, dann hat man die Implementierung zum Beispiel in diesem Blob. Man kann das nicht selbst fixen, es gibt keine Debugging-Möglichkeiten, alles Dokumentation ist unter NDA released, das ist ein Riesenproblem. Die Blob-Interfaces zum Beispiel, wir zum Beispiel bei Coreboot callen Blob und der Blob ist dann einfach irgendwann fertig und wir können weitermachen. Aber was im Endeffekt jetzt demnächst passieren soll, die callen zurück. Das heißt, das ist ein Problem mit den Free Software Licenses. Ja, das müssen wir dann erstmal zum Legal Department schicken, da muss das wieder geklärt werden, ob das überhaupt geht, mit der GPL vereinbar. Das ist alles wirklich nicht so schön. Und meistens auch der Support von diesen Vendors für diese Blobs, die wirklich da haben, überhaupt nicht existent. Das heißt, man fragt danach und kriegt in 3 Monaten eine Antwort. Und man muss halt super viele Blobs müssen gewrappt werden mit so API-Schichten, so Code-Wrappers nenne ich das mal. Und das ist ja eigentlich nicht das, was Open-Source-Firmware machen sollte. Ist dann halt schwierig. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was so auf Intel-Plattformen benötigt wird an Blobs, könnt ihr das sehen, ich habe hier rechts so mal, könnt ihr euch hinterher nochmal anschauen in den Slides, so eine Übersicht gegeben von Intel. Im Endeffekt haben die Microcode-Updates, dann haben die FSPT, das ist Cache as RAM Init, FSPM, Memory Init, FSPS, das ist dieser RAM, ein Teil des RAM-Stage-Parts, macht überhaupt keinen Sinn, Intel ME, Intel Audio Blobs, VGA Option ROMs. Das heißt, man lädt eigentlich nur noch ein Sammelsurium von Blobs und das ist nicht das, was man eigentlich als Ziel hat, weil das macht viele Dinge super schwierig und will man nicht. Aber kommen wir jetzt mal zu den schönen Dingen. Im Endeffekt gibt es ganz, ganz viele Open-Source-Projekte, unter anderem Coreboot, das habe ich jetzt schon häufig erwähnt, weil ich da halt tätig bin. Wir supporten halt x86, ARM, ARM64, RISC-V, PowerPC, was auch immer. Wir haben nicht so gute Dokumentation, müssen wir von uns selbst sagen, ist leider so, wir versuchen das gerade zu ändern. Wir haben eine große Community, bei uns im IRC-Channel handeln so 300 Leute ab, also nicht gerade wenig, irgendwas so um 200 Entwickler. Wir haben eine Public Continuous Integration, wir haben Public Review mit Gerrit Review. Und demnächst auch eine wirkliche QA, das heißt, wir können remote Hardware testen, wenn in die CI der Code generiert wird für eine Firmware, wird er direkt zum Gerät gepusht und getestet. Coreboot selbst hat keinen Bootloader, aber es lädt einen Payload und dieser Payload kann vieles sein, CBIOS, Grub, Theano Core, man kann auch andere Firmwares laden, U-Boot oder Linux Boot. Das heißt, wir haben so einen Payload-Mechanismus, um halt Bootloader nachzuladen. Dann gibt es noch U-Boot, ist auch so ein Community-Projekt. Macht ungefähr genau die gleichen Architekturen wie Coreboot, hat auch Dokumentation immerhin im Git und das auch deutlich besser. Das ist auch eine Riesen-Community.
Die haben auch Public CI in Review. Die haben eine eigene Bootloader-Implementierung. Ich glaube, sie können auch zusätzlich noch was lesen. Und neuerdings, ganz cool, haben sie eine EFI-Runtime gebaut. Das heißt, im Endeffekt, diese EFI-Runtime kann benutzt werden, um ein UEFI-Interface zu spiegeln. Das heißt, das gaukelt halt dem sozusagen Windows ein komplettes EFI-Interface vor. Coole Sache. Theano Core gibt es, das ist eine offene UEFI-Implementierung mit einer Spezifikation, extrem guter Dokumentation, irgendwie so 20.000 Seiten. ARM ist dem ganzen Projekt auch, sind jetzt auch aktiv geworden, das heißt, ARM wirklich als Firma ist da hingegangen, hat gesagt, wir machen das jetzt auch für unsere Firma, für ARM64 größtenteils. Die haben aber eine relativ kleine Community, sind auch sehr konservativ noch. Noch keine CI, noch keine Core, aber es gibt seit ein paar Wochen oder Monaten einen Community Manager, der ist Stefano Cetola, der hat da jetzt angefangen und die ändern das gerade. Das heißt, die werden jetzt auch mehr offen. Die haben eine eigene Bootloader-Implementierung, kann jeder nachlesen, das ist der sogenannte Boot Device Service, BDS. Und Microsoft hat jetzt auch gesagt, sie benutzen Theano Core für ihre Surface Notebooks und das Ganze nennt sich Projekt MÜ, könnt ihr euch da mal angucken. Dann gibt es noch Houseboot von IBM, das ist für Open Power Systems. Das würde ich sagen, ist die wirklich offenste Architektur, die ihr so findet, von der Firmware-Seite her. Da sind keine Blobs, würde ich sagen, oder fast keine Blobs. Und das ist aber auch wirklich nur Power-PC. Das heißt, die unterstützen wirklich nur Power-PC. Das ist genau für deren Hardware zugeschnitten. Die haben aber auch so einen Payload-Mechanismus wie bei Coreboot. Und die haben eine gute Dokumentation. IBM macht halt sehr viel Doku, kennt ja jeder. Die sind dafür bekannt. Keine Public CI in QA leider. Und Review kann man halt bei GitHub machen. Ja. Entschuldigung. Dann gibt es noch im Endeffekt ARM Trusted Firmware, Slim Bootloader, OpenBMC, UBMC, Sound Open Firmware Project. Es gibt noch so viele andere Firmwares, ja. Die könnt ihr euch alle mal angucken im Endeffekt. Ich habe da hier so ein paar gelistet, aber es gibt, wenn ihr auch wirklich mal danach sucht, ihr findet welche. Und immer mehr Leute machen das. Nochmal bezüglich Security Frameworks, davon gibt es nicht so viele in Firmware. In Firmware wird immer alles neu programmiert, genauso wie Treiber. Das ist halt total ungeil. Und ich dachte so, gibt es denn ein Security Framework, was alle Firmware so verwenden? Das wäre doch total cool. Gibt es nicht. Es gibt so UEFI Secure Boot, das haben die gebaut, kann sich aber nur, also wurde größtenteils für Microsoft Windows gebaut, gute Dokumentation, hat auch Measured Boot Support, wurde aber wirklich nur für UEFI entwickelt, ist keine Library, kann man nicht rausnehmen, hat aber ein End-User-Model. Das heißt, der User wie ihr könnt bei euren Laptop hingehen und eigene Keys in die UEFI-Firmware reinladen, ist gar nicht mal so schlecht. Die ganze Mechanismus, der Schutz ist basiert auf Flash Protection Mechanismus von der Plattform. Das heißt, man kann sagen, man kann dem Prozessor sagen, schützt diesen SPI-Flash-Bereich, dann ist der nicht schreibbar, dann ist der geschützt. Und das Ganze wird mit X509-Zertifikaten gemacht. Ja, ist halt so. Dann gibt es noch ein Security Framework, Google Verified Boot. Ja, das benutzt Google. Das wurde in Coreboot, U-Boot und auch OpenBMC eingebaut. Leider teilweise nicht komplett. Ist eine Library, hat aber keinen Measured Boot Support, wenig Dokumentation leider und ist auch sehr adaptiert an diese ganzen Google Chrome OS Geschichten, weil das größtenteils für Chrome OS entwickelt wurde. Hat auch das Problem, dass es multiple Kopien in der Firmware hat, hat auch Vorteile, weil dann hat man sowas wie so ein Failover-System. Das heißt, man kann einfach von einer Kopie zur nächsten zurückspringen und es gibt eine Read-Only-Kopie. Das heißt, die wird niemals geändert. Read-Writable A und B wird für Updates benutzt. Das ist eigentlich dieses AB-Update-Scheme oder ABC-Update-Scheme. Sehr, sehr gut gemacht. Und im Endeffekt ist das halt eine Library. Die Schutzmechanismen basieren halt auf dem Flash-Chip selber. Also die gehen nicht davon aus, dass man SOC-Mechanismen benutzt, weil die sagen, das ist halt nicht sonderlich sicher. Man möchte den SPI-Schutz direkt nehmen. Also es gibt so SPI-NOR-Flash-Schutz. Also dieser Schlip hat so eigene Schutzmechanismen, die man benutzen. Das Ganze basiert auf kryptografischen Keys. Also ganz normale Keys, keine Zertifikate. Ja. Jetzt kommen wir noch zum letzten Teil, an old idea for a new approach. Im Endeffekt Linux Boot, habe ich noch gar nicht erwähnt. Habt ihr wahrscheinlich schon überall gehört, kam viel in den Nachrichten, sehr beliebt. Und wo es da im Endeffekt drum geht, ist, dass Linux Boot in diesem Projekt, das wurde auch bei Google entwickelt, GPL V2 und BSD-Lizenzen und so weiter, aber es geht prinzipiell darum, einen Teil der Firmware mit dem Linux-Kernel zu ersetzen. Ja? Das heißt, den Treiber-Layer, den man so kennt, den kann man mit dem Linux-Kernel ersetzen, weil es da schon Treiber drin gibt. Der Kernel besteht nur aus Treibern. Der wird seit Jahren mit Treibern weiter und weiter entwickelt. So viele Treiber, wie der Linux-Kernel hat, glaube ich, kein anderer Kernel.
Da kann man den kompletten Treiber-Label mit ersetzen. Zum anderen findet man einfache Entwickler, das heißt so Linux-Entwickler oder Linux-User-Space-Entwickler, die Linux-Applikationen bauen, sind total easy zu finden. Firmenentwickler sind eher so irgendwo weit weg, man findet die nie und schwer aufzutreiben. Man hat wenig Code-Duplikation. Es gibt auch well-tested Treiber, das bedeutet, sie sind gut getestet vom Linux-Kernel, also gut, aber sie funktionieren immerhin besser als die von der Firmware. Und man kann den Bootloader auch noch ersetzen. Ja? Man braucht sozusagen auch den Bootloader vom System nicht mehr, man kann auch den Bootloader von der Firmware ersetzen und das sieht ganz so aus. Man geht dann hin, man hat das Preram-Environment noch, streicht den Driver-Layer durch, macht einen Linux-Kernel dorthin, streicht den Bootloader durch und macht einen Linux-User-Space dahin. Dann sagt ihr so, wie geht das denn? Jeder von euch kennt einen Linux-Kernel, jeder von euch kennt eine InnetRAM-FS. InnetRAM-FS ist Linux-User-Space, Linux-Kernel ist Linux-Kernel. Das heißt, man packt tatsächlich einen kompletten Linux-Kernel da rein, man packt da einfach eine InnetRAM-FS rein und dann läuft das Ganze. Hört sich einfach an, ist nicht unbedingt so, aber wenn man sich das anschaut, oben ist die Firmware, Coreboot, U-Boot, Theano Core, Hostboot und dann gibt es die Linux-Boot-Geschichten hier. Das funktioniert, aber es gibt leider Limitierungen und es gibt noch To-Dos, die wir machen müssen. Zum einen ist das, wir müssen die PCI-Device-Tree-Emulation noch anschalten, die ist aktuell noch nicht aktiviert, die gibt es aber schon im Kernel, das heißt, diesen ganzen Kram können wir wegnehmen. System-Management-Mode für x86 gibt es leider noch keinen Treiber für. Native Grafikinitialisierung geht schon mit dem Linux-Kernel. Ich kann den Kernel in die Firmware tun, der initialisiert den gesamten Graphics-Stack. Da habe ich schon direkt auf Ausgabe sozusagen in der Firmware, Grafikausgabe und kann auch direkt 3D-Beschleunigung machen. Super. Das einzige Problem ist ACPI-Tabellen und E820-Tabelle, die sind halt ein Requirement für den Kernel, die sind halt noch nicht da, da muss man sich noch was überlegen, da sind wir uns noch nicht so sicher. Und es gibt bis jetzt nur eine Bootloader-Implementierung, leider. Da komme ich jetzt zu, die InnetRAM-FS, also wir haben jetzt über Linux-Kernel gesprochen, wir nehmen den Standard-Linux-Kernel, InnetRAM-FS ist U-Root, ist eine Golang-basierten InnetRAM-FS-Generator, der funktioniert so wie Busybox, der kann auch Binaries aus dem System hinzufügen, der gerät einfach eine Init-ID. Ihr kennt schon super viele, der ist in Go geschrieben, das coole ist, man kann Go-Code schreiben. Und der unterstützt mittlerweile auch schon Multiboot Version 1 KX6-Support, komplett in Golang implementiert. Das heißt, man kann da komplett wirklich irgendwelche Betriebssysteme laden. BSD, Windows, Linux, was auch immer. Das Ganze hat auch noch ein Tooling, FUEFI, Coreboot 4 Interface Support gibt es auch schon, ein TPM Software Stack in Go wurde auch schon programmiert. System Boot ist der Bootloader, von dem ich gesprochen habe, komplett in Golang implementiert. Ist die erste Bootloader-Implementierung sozusagen in Golang. Glaube ich, gibt da keine andere. Das Ganze ist basiert dann auf U-Root, so auf diesem Busybox InnetRD-Generator. Und da kann man dann im Endeffekt von der Festplatte über Grub und Grub2 und SysLinux-Configs booten und halt auch per DHCP. Ja, das heißt, man kann so eine Boot-URL da mitgeben und dann macht er ein K-Exec und bootet halt in das Betriebssystem rein. Das funktioniert auch wirklich schon. Es gibt einen Verified- und Measure-Boot-Mechanismus, es gibt auch Firmware-Variablen. Leider nur für Coreboot, UEFI haben wir noch nicht eingebaut. Aber wenn ihr da mal Interesse habt, guckt es euch an. Wirklich, ist total easy. Ist ja Go und ein paar hundert Zeilen, da kann man schon die Welt mit in Go irgendwie erschaffen. Oder irgendwie, keine Ahnung, Grafikausgabe machen oder sowas. Nicht sonderlich schwer. Ja, kommen wir zum Fazit im Endeffekt. Es gibt jede Menge Open-Source-Firmware-Hardware. Open-Compute-Projekt, das ist ein Riesenprojekt. Da wollen die jetzt Server-Hardware mit Linux-Boot bauen und Coreboot. Das wird gerade gemacht, da werdet ihr demnächst noch mehr von hören. Open-Cellular zum Beispiel gibt es auch, diese Open-Source-Base-Station. Purism, die machen Laptops mit Coreboot. Google Chromebooks, das ist alles Coreboot. Open-Embedded-Controllers haben die auch und Open-Source-TPM-Firmware. Total geil. PEC-Engines, APU, die sind günstig, nur 90 Euro, da läuft auch Coreboot drauf, könnt ihr mal mit rumspielen. Scaleway ist so ein Hosting-Provider, der hat auch auf Coreboot umgewechselt, auf den x86-System. Raptor Computing Systems, die bauen halt diese Talos, IBM Open Power PCs. Da gibt es nicht nur PCs, sondern auch Server. Die könnt ihr auch kaufen, sind noch ein bisschen teuer, aber die gehen jetzt, glaube ich, auf 1.000 Euro runter für das Mainboard. Das wird also langsam, kann man sich das kaufen. Microsoft Surface verwendet das Projekt MU, da wird auch eine Menge gemacht und jede Menge Embedded Boards. Also wenn ihr mal mit Firmware-Entwicklung was machen wollt, macht das. Ja? Und die Bilder sind echt, alles, was so an Hardware da seht, ist dann schon komplett von sozusagen Open-Source-Firmware supported. Sofort. Okay. Ich habe halt die Open-Source-Firmware-Konferenz gegründet, die haben wir letztes Jahr gehabt, da hatten wir schon wahnsinnige Sponsoren, Google, Intel, Facebook, ARM, Seconet, Siemens,
Also große Namen, OpenSUSE war auch dabei, 150 Attendees, war in Deutschland, hier in Erlangen, Coreboot, Linuxboot und jede Menge andere Firmen, wir hatten so, die da war. Dieses Jahr wird sie in Silicon Valley sein. Wenn ihr da auch hin wollt und ihr seid so FOSS-Entwickler oder Student, da können wir Ausnahmen machen, können auch die Leute sozusagen rankarren. Ja, ist geplant für Mitte September. Ja, und das wird dann auch nochmal alles ein bisschen größer werden. Letzte Slide, kommt gerne zu unserem 35.3 OSF Assembly. Wir haben unten Assembly, so wie alle Jahre wieder, diesmal mit 30 Sitzplätzen. Ihr könnt eure Hardware flashen lassen, wenn ihr ThinkPads habt, die supported sind. Wir haben da so ein, wir machen auch Workshops oder ihr könnt Leute fragen, die euch dabei helfen. Wir haben auch ein Demo-Setup, wo ihr rumspielen könnt und ja, das Ganze machen wir für Coreboot, Theano Core, U-Boot, Linux Boot, System Boot und U-Boot. Ja, kommt vorbei und schaut es euch an. Das war's. Ich bin froh, dass ich nicht mehr mit Toggle-Switches booten muss. Also das ist schon mal ganz gut. Gibt es irgendwelche Fragen nach diesen sehr spannenden, sehr lehrreichen Talk? Bitte kommt zu den Mikrofonen. Wir haben also im Raum 1, 2, 3, 4 Mikrofone. Und ich sehe eine jetzt schon bei Mikrofon 4. Genau, vielleicht sollte ich spezifizieren. Fragen. Eine Frage ist ein Satz mit einem Fragezeichen dahinter und beinhaltet nicht deinen ganzen Lebenslauf. Schieß los. Wie ist das Ganze mit RISC-V integriert? Habt ihr irgendwelche Pläne für das? Also wie ist das mit RISC-V integriert? Also es gibt ja verschiedene Open-Source-Firmware. Aktuell gibt es U-Boot, kriegt gerade Support für RISC-V. Das heißt, dort kann man schon tatsächlich auch was mitmachen. Coreboot hat schon RISC-V-Support. Das heißt, wenn du halt mit RISC-V rumspielen willst, holst du dir halt Coreboot als Firmware, würde ich sagen. Bei U-Boot kann das noch ein bisschen dauern, kannst du aber auch schon mal ausprobieren. Die sind gerade dabei. Das heißt, in diesen beiden Firmware gibt es schon RISC-V-Support, ja. Dankeschön. Wir haben, glaube ich, eine Frage bei Mikrofon 1 hier. Mich würde interessieren, wie das bei solchen normalen Consumer-Produkten aussieht. Also du hast ThinkPads selbst angesprochen. Bei den neueren gab es da ja das Problem mit Intel Bootguard. Da kann ich ja gar nicht so ohne weiteres einen Coreboot draufspielen. Wie verhalten sich das damit? Okay, also wie das mit neueren Laptops aussieht, mit Coreboot zum Beispiel oder anderer Firmware. Das Ding ist, die modernen Laptops haben halt ein Feature von Intel bekommen, das nennt sich Intel Bootguard. Und damit gibt Intel halt Dell, Lenovo und HP die Möglichkeit, die Firmware sozusagen zu schützen, dass sie vor Modifikationen geschützt wird durch einen Secure-Boot-Mechanismus von der South Bridge aus. Das heißt, können wir nicht aushebeln. Aber es gibt Laptops, wo man das, wo das abgeschaltet ist, weil der Hersteller sagt, wir möchten da Coreboot drauf machen. Ja, das heißt, du kannst bei Purism zum Beispiel Laptops kaufen, du kannst bei anderen Herstellern, bestimmt, das kommt noch in Zukunft, bestimmt deutlich mehr Herstellern Laptops kaufen, du kannst Chromebooks kaufen, die alle schon mit Coreboot kommen. Da hast du die freie Möglichkeit, was mitzumachen, ja. Also noch haben wir keine Fragen aus dem Internet, also die Mikrofon Nummer 3 da hinten. Die Frage zum Workflow, wenn ich Linux Boot verwende als Firmware. Wenn ich mit Linux Boot boote, ist denn der Kernel, der als Firmware agiert, auch der, den ich denn sozusagen zum Einsatz der Maschine verwende? Also ist es der gleiche wie ein Server-Kernel oder ein Laptop-Kernel? Oder ersetzt er sich selber später mit einem, der zum Beispiel von einer Festplatte geladen wird? Also ob sich bei Linux Boot der Kernel sozusagen später ersetzt durch einen weiteren Kernel, das stimmt. Also ja, das tut's. Der Linux-Boot-Kernel, den man hat, das ist im Endeffekt wirklich nur für die Hardware-Initialisierung, weil der sollte klein sein. Also man hat da so begrenzten Speicher noch auf den SPI-NOR-Flash, ja, von ein paar MB, und der sollte nicht so groß sein und der lädt später via K-Exec dann einen anderen Kernel, ja. Gibt es weitere Fragen? Nein? Sorry. Dann helft mir dabei, Philipp für diesen genialen Talk also zu bedanken. Also hier vorne haben wir schon einmal ein Standing Ovation, das ist schon mal ganz gut. Macht weiter so. Okay, vielen Dank.